ein paar von deinen Duplikaten verkaufen, quasi. Ja, muss ich mal gucken. Gut, ne, ich hab zig meine Pistole und so weiter, aber die Pistole geben mir nur irgendwie $30 oder so. Ja, das stimmt. $30 eine Pistole kaufen, ne? Wo sind denn hier gelandet? Ja. This is the fucking spirit of the fucking USA. Achso, ich sollte mal die Aufnahme anmachen. Ja. Boah. Oh, wir müssen echt mal nach Las Vegas, Alter. Wie kommst du von $30 Revolvern auf Las Vegas? Genau deswegen. Dann einmal richtig krass auf die Kacke hauen, wa? So, dass wir direkt Einreiseverbot nach Nevada kriegen. Voll geil. Wir kriegen kein Einreiseverbot, wir werden einfach direkt niedergemäht, Alter. Da kommen 7 Cops, schießen uns mit Blei voll und dann sagen die einmal ganz laut, do not resist. Willkommen in Kalifornien. Ich höre schon blöde Fuckviecher, ne? Ja, ich glaube, das ist eine Mamm, oder? Salters Schweinefarm. Hier werden unsere Schweine direkt geschlachtet und gesalzen. In die Richtung und I. Alter. Wieso genau? Hast du das Symbol bei deinem Revolver auch, dass der eine Schrotpatrone hat? Der hat ja eine Schrotflinte mit eingebaut, Alter. Kann man die denn schießen? Ich hab keine Ahnung. Wow, Ziel muss gelernt sein. Wow! Und, hast du rausgefunden, wie man dann schießt? Nö. Oh, nee. Hast du auch gerade mittlere Maustaste versucht? Ja. Q ist es auch nicht. Ah, mit X kannst du umschalten. Ah, wieder was gelernt. LOL! Da hat man tatsächlich eine kleine Schroti. I love it. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, mit 3 Spielern macht das Spiel hier deutlich mehr Fun, obwohl das jetzt schon auch Spaß macht, ne? Ja. Soll ich mal in die Gruppe posten, ob noch jemand Lust hat? Ist da noch irgendjemand da? Um die Uhrzeit? Also Nils und Svenja wären potenziell da, wo ich jetzt wüsste, dass sie das Spiel haben und auch gerne spielen. Svenja hat übrigens gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht, sie freut sich auf jede weitere Runde mit uns. Ich freue mich auch. Na, fragst du mal. Oh nein. Ja, pass auf, dann verschanze ich mich mal irgendwo hier. Oh, Junge! Ah, es kommen weitere Zombies zu dir, ne? Tschö! Oh nein. Oh nein. Hab einen Spieler, hab einen Spieler. Ja. Auch Hilfe. Ja, ich hab einen Emulator hier. Du hast einen Spieler gekillt. Richtig. Wo ist denn sein Gegenpart? Weiß ich noch nicht. Ich habe Angst, das rauszufinden, wenn ich ehrlich bin. Könnte sein, dass der oben ist. Kannst du mal hier hingehen? Ich mach die Tür zu. Wo ist der?
Der ist sowas von oben, Alter. Pass auf. Obwohl, es könnte auch sein, dass er draußen ist. Ich habe gerade draußen auch was gehört. Ich verbrenne den Typen. Ja. Ich brenne wieder selbst. Was zur Hölle soll das, Alter? Hast du schon Molotow irgendwo hingeschmissen? Weißt du, was das für eine krasse Explosion ist? Der Körper brennt, ne? Ja. Ich hab also wenn der nicht brennen würde, Alter, würde ich sofort das Spiel reklamieren. Ja, ja, der brennt. Brennende Jäger können nicht gelootet werden, ja, das hab ich nämlich vergessen. Egal. Ja, komm, ganz ehrlich. Finden wir eine Lootkiste auf 2 und gut ist. Wir warten jetzt aber bitte kurz. Ich glaube nämlich der andere Jäger ist noch irgendwo hier. Ja. Brennende Jäger sind gut fürs Geschäft. Hier auf dem Dach ist ein Sparmutti. Ja. Der Körper aufgehört zu brennen? Noch nicht. Lol. Lol. Jetzt hat er aufgehört zu brennen. Sieht aber nach wie vor so aus wie vorher. Na warte, ich hab eine Lampe. Geh da bitte weg. Okay. Die, Motherfucker. Ah, okay, der wird schon verbrannt, wo wir das. Ja. Sehr nah Schuss. Westen, Nordwesten. Das war ich. Wow. Ich hab eine Schwarmutter auf dem Dach gekillt. Der hat schon wieder aufgehört zu brennen, aber der dürfte doch jetzt eigentlich abgebrannt sein, oder? Ausgebrannte Jäger, ja. Können nicht geplündert werden. Ja dann. Launchen Station. Uns den Loot abgreifen. Und können es versuchen. Dann go. Was mich nur irritiert ist, wo ist dein Kumpane? Oder war der vielleicht alleine? Hier ist Gesundheit, was du brauchst? Ne, ich glaube, mir geht's gut. Gar nicht laut. Gar nicht laut. Schüsse Westen. Genau in die Richtung müssen wir. Diese Raben. Machst du das? Ja. Diese zwei Schwammmuddis auf der Straße. Tot.
in ihrem Feld. Mhm. Und du hast ein Station. Runde. Noch mehr Hunde. Ach nö, hier sind... Ja, das war ich, sorry. Die haben sich die Trophäe genommen. Ja. Boah, Junge, hier sind Höllenhunde. Ja, ein Rudel ist gerade auf mich aufmerksam geworden. Eine Blutung gestoppt und direkt die nächste, ey. Guck mal kurz auf die Map. Wo, das, wo sind die? Mhm. Ich glaube noch direkt da. Ja, sind sie auch. Hunde war ich. Boah. Oh, Junge. Zugeschossen? Ja. Schwamm, Bitch. Die sind fast genau bei dir. Ich glaube, die wissen, wo ich bin. Meinst du? Ach, hier ist die Poststelle, ne? Die große. Yes. Die. Na, wo sind sie? Ein bisschen nördlich von dir. Ja. Aber fast gerade Norden von dir. Hier sind sie. Hier. Ich hab auch einen Kopf gezielt. Am Arsch, ey. Ich komm von der anderen Seite ran. Ja. Die sind hier irgendwo. Einen habe ich Kopfschuss. Ich habe auch einen. Ja, geil. Loote den noch. Boah, das ist so, ein legendärer Jäger. Rumblick bitte. Siehst du was? Nein. Ausgang Norden. Nordwesten. Komm. So. Ah, beziehungsweise stopp, jeder lootet nochmal schnell den anderen Jäger.
liebe so, diesen Revolver, ne? Ja, der ist geil. Der Schrotflinte. Weiter. Wie viele Blicke hast du noch? 3. Okay, lass so wenig schießen wie geht. Nur noch, wenn es notwendig ist. Oder sollen, wir zum, oder sollen wir zum zweiten gehen? Nee. So, so viel Glück haben wir lange nicht mehr gehabt jetzt. Lass uns das nicht provozieren. Ja, ich hab nur einmal Sicht. Nichts mehr um die Ecke hier? Ich hab nichts gesehen. Okay, dann weiter. Warte, wo sind noch Ausgänge? Ich will das eigentlich nicht riskieren, wa? Vorne sind Hunde. Ja. Boah. Hat zu eben auf den anderen Jäger geschossen. Das habe ich gedacht, der hat mich zuerst gesehen und schießt auf mich, ne? Aber dann lag der, ne? Und dann habe ich den anderen direkt vor mir gesehen. Ich habe gedacht, Alter, ne? Dir drücke ich jetzt eine dicke Schrot rein, wa? Guckst du nochmal bitte? Ich habe nichts gesehen. Ich habe keine Sicht mehr. Okay, vor uns ist auch nichts. Ich werde nie wieder einen anderen Revolver spielen, ne? Ah! Ich hab doch Messer! Ach so. Ich hab immer eigentlich immer ein Messer bei. Ah, wir müssen wieder nach Norden. Okay, immer noch keiner vor uns. Und hinter uns auch nicht. Nope. Nice. Das schaffen wir zumindest mal wieder safe mit einer Beute aus dem Level und das finde ich, da bin ich sehr zufrieden dann. Ja, keiner von uns gestorben. Ich habe eine Idee. Oh nein. Ich würde mal gerne was ausprobieren. Das funktioniert, ich gehe am Arsch, ne? Ja, schießen kann man sie leider nicht, genau wie die Enten. Feuer. Ich wollte gerade sagen, Feuerteufel, ne? Aber. Hast du noch Sicht? Hast du noch Sicht? Ist niemand in der Nähe. Gute Runde. Ja, geil. Schnell rein und raus, 18 Minuten. Geil. Oh ja. Ich wette mit dir, entweder wären wir jetzt da hingegangen und wären gestorben, oder wir wären am Spawn, ach Quatsch, am Spawn, am Extraction Point, an einem näheren Extraction Point stehen geblieben, hätten auf die gewartet, die hätten das gesehen und hätten gesagt, ja. Du bist jetzt gefickt. ja. So ungefähr. Ah. Beim nächsten Mal. Beim übernächsten Mal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich auf jeden Fall mal die doppelte Beute nach Hause bringen, wa? Die ganze Karte abholen. Oh ja. Boah, dann nehme ich wohl auch Zeit, ne, wenn wir entsprechend schon Jäger ausschließen können, sag ich jetzt mal. Ja. Dann will ich auch noch ein bisschen farmen, Alter. Dann gibt's extra viele Monster, die getötet werden, wa? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der landet vom Level her. Wow, ich bin Level 66. Lol, ich bin mit meinem,
Kadaverschmuggler in die Runde gegangen. Also mit meinem schon gelevelten Jäger. Mal gucken, wo der jetzt landet, ey. Ja. Kadaverschmuggler? Er ist ein legendärer Jäger. Ah, fast 24. Nice. Meiner ist jetzt 14. Schön. Tötete Jäger 3? Wo haben wir denn den dritten? Ach ja, ja, am Anfang, ja. Hab ich schon fast wieder vergessen, Alter, siehst du mal. Ich auch. Zeitbonus für Trophäenextraktion. 43 Minuten. Wow. Krass. Geil. Und...